Als Donald Trump im Jahr 2018 den Handelskrieg zwischen den USA und China begann, da ging es zunächst mal um eine Art Reindustrialisierung der USA. Er wollte die Industrie wieder in die USA zurückholen durch die Einfuhr von Strafzöllen gegen chinesische Produkte. Die Idee dahinter war, naja, wenn es sich nicht mehr lohnt, aus China einzuführen, dann machen wir es hier eben selber. Dadurch schaffen wir Jobs, dadurch machen wir America great again. So damals die Vorstellung von dem guten Donald Trump. Aber er hatte nicht nur eben die Chinesen vor Schienbein getreten, sondern vor allem eben auch die Europäer, indem er ihnen gesagt hat, wir zahlen nicht mehr, ihr müsst selber sehen, wo ihr bleibt. Ihr müsst uns jetzt richtig bezahlen, sonst machen wir gar nichts mehr. Joe Biden hat diese Reindustrialisierung von Donald Trump letztendlich umgesetzt durch den CHIPS Act und den Inflation Reduction Act. Jetzt kommen alle freiwillig und sagen, wir wollen unbedingt in die USA, denn dort kriegen wir massive Subventionen und dort ist auch letztendlich die Energielage deutlich besser als in den USA. Also das war damals das Ziel zwischen Donald oder zwischen den USA und China, eine Art Wettkampf wiederherzustellen, eine Reindustrialisierung. Jetzt geht es um künstliche Intelligenz, denn die Amerikaner, die haben eins verstanden, wer bei der KI vorne dabei ist, der wird seine Dominanz auch weiter behalten können. Und genau das ist das Ziel der Amerikaner. Und so sehen wir eben bestimmte Aktionen in Sachen KI, denn das ist das zentrale, die zentrale Technologie, mit der man Vorsprung wirklich noch behalten kann. Etwa indem nicht nur die USA, sondern auch die Verbündeten Japan und Niederlande, die bestimmte Superchips auch herstellen, eben nicht mehr diese Chips nach China importieren, sodass die Chinesen in Sachen KI nicht mehr mitkommen, weil sie selber noch nicht in der Lage sind, wirklich hochentwickelte, hochleistungsfähige Chips herzustellen. Und so sehen wir vor einigen Tagen ja diese Meldung, dass auch bestimmte Chips, die Nvidia bisher exportieren konnte, dieser US-Chip-Hersteller oder Chip-Designer genauer gesagt, jetzt wohl unter diese Restriktionen fallen soll. Und hier sehen wir nochmal, wie stark die US-Chip-Hersteller in China engagiert sind. Für Nvidia würde das einen Umsatzverlust von potenziell 21% bedeuten. Und China hat gestern zurückgeschlagen. Ich hatte gestern kurz darüber berichtet. Jetzt werden zwei wichtige Metalle, nämlich Gallium und Germanium, ab 1. August Ausfuhr beschränkt. Man muss jetzt als Exporteur in China genau melden, an wen man das ausliefert und muss da also genaueste Informationen geben und braucht dann die Erlaubnis letztendlich der chinesischen Behörden. Und dieses Gallium zum Beispiel, das ist wichtig in vielen Bereichen. Es beschleunigt vor allem Leitungsprozesse und spart dabei auch noch Strom, also macht die ganze Geschichte effektiver. Und wir sehen also nicht nur in Chips Gallium zur Anwendung kommen, sondern eben auch in Militärtechnologie, gerade in der Militärtechnologie der Amerikaner. Hier sehen wir mal, wie viel hier verbraucht wird von diesem Gallium. Das ist also in Halbleitern, Transistoren, in kleineren elektronischen Laufwerken und LEDs, also diesen Beleuchtungssystemen, aber eben auch wichtig bei der Rüstungsproduktion. Hier sehen wir mal, wie viel ein U-Boot von diesem Metall, seltenen Metall hier verschlingt. Also das ist für die USA durchaus wichtig, durchaus zentral. Und wir sehen jetzt in Reaktion auf diesen Bann, dass Hersteller von Gallium und Germanium in China, dass deren Aktien Limit abgehandelt werden, also dass die praktisch vom Handel erstmal ausgesetzt wurden, weil sie so stark gestiegen sind. Und natürlich ist das eine Eskalation oder man könnte besser sagen, ein Zurückschlagen der Chinesen, denn ausgehen tut dieser Technologiekrieg, wenn man so will, von den Amerikanern, die ihren Vorsprung behalten wollen, den sie bei Chips und damit bei der KI haben. Also wehrt sich jetzt China und sagt, okay, ihr habt den Vorsprung bei der Technik, aber wir haben eben die seltenen Metalle, die seltenen Erden, das ist ein zentraler Punkt. Und jetzt schlagen die Amerikaner wiederum zurück, neue Meldung hier, wie die Amerikaner werden den Zugang von China einschränken für Cloud-Services, wie sie etwa Amazon und Microsoft anbieten.
Und jetzt müssen zum Beispiel dann Microsoft oder Amazon oder Cloud-Anbieter insgesamt das melden, wenn chinesische Firmen hier die Dienste von Amazon oder Microsoft in Sachen Cloud in Anspruch nehmen wollen. Vor allem, wenn es sich um solche Modelle handelt, mit denen man KI-Modelle trainieren kann. Also hier auch wieder dieser Bezug zur KI, das zeigt, wo die eigentliche Stoßrichtung ist. Das ist das Ziel letztendlich der Amerikaner, hier dominant zu bleiben und vielleicht nochmal in Sachen dieser Rohstoffe, dieser Metalle, Kupfer und Gold sind extrem wichtig für Kontakte und Leitungen. Gold unterbindet Oxidation und so weiter und so fort. Aber wir sehen hier auch für Displays ist das sehr, sehr wichtig. Fürs Licht im Handy sehen wir verschiedene Metalle. Hier zum Beispiel Gallium und so weiter und so fort. Hier sind mal einige dieser Metalle aufgelistet. Werden Sie wahrscheinlich überwiegend noch nicht gehört haben. Aber entscheidend ist, dass eben China den Markt für seltene Erden dominiert. 61% davon werden in China letztendlich abgebaut. Tendenz allerdings sinkend und dahinter kommen interessanterweise hier zumindest was das Jahr 21 betrifft, also noch vergleichsweise aktuell, kommen schon die Amerikaner, dann Myanmar, Australien und Thailand. Aber China ganz klar die Nummer 1. Warum ist das so? Das werden wir gleich sehen. Jedenfalls in Sachen Gallium ist China für 94% der Produktion zuständig. Und man sieht, dass insgesamt hier diese Produktion raufgefahren wurde, weil man eben nicht nur für Kriegsgerät, sondern auch für die Energiewende vor allem diese Sachen besonders benötigt. Neben eben den so zentralen Chips. Also haben alle die Produktion nach oben gefahren. Allerdings die Europäer und andere mit mehr Skepsis, denn hier sehen wir nochmal die Verwendung von seltenen Erden, Windkraftanlagen, die Turbinen genauer gesagt, Elektromotoren, bis zu 3 Kilogramm stecken in einem Elektroauto, in einem Offshore-Windrad sind es bis zu 300 Kilogramm und der Bedarf wächst eben durch die Klimawende. Und Europa ist natürlich hier abhängig, aber das Problem ist, dass eben diese seltenen Erden oder diese Metalle eigentlich gar nicht so selten sind, aber sie treten in relativ geringer Konzentration aus. Das heißt, ich muss sie absondern. Das ist ein anstrengender, ein energieintensiver und vor allem ein relativ schmutziger Prozess. Und jetzt hat man ja hier in Schweden, in Kiruna, im Nordschweden, eine riesige Vorkommen entdeckt. Es wird allerdings noch Jahre dauern, selbst wenn die Genehmigungen erteilt werden, was dann auch noch nicht sicher ist, bis da wirklich der Abbau und Export wirtschaftlich möglich sein wird. Aber es ist eben sehr, sehr schmutzig und das ist der Grund, warum man das den Chinesen überlassen hat. Da sind dann teilweise auch radioaktive Abfälle, die anfallen. Und wir hier in Europa, wir haben ja gerne ein grünes, gutes Gewissen, solange der Schmutz nicht bei uns ist. Wenn der Schmutz bei den anderen ist, dann haben wir damit weniger große Probleme. Deswegen kaufen wir schmutzigst produziertes Flüssiggas etwa aus den USA und so weiter und so fort. Hauptsache der Dreck ist nicht bei uns, dann geht es uns gut, dann sind wir mit uns im Reinen. Aber jetzt ist die Frage, geht China auch ein Risiko ein mit solchen Exportbeschränkungen? Denn das könnte bedeuten, dass eben andere Länder wie jetzt Japan, Kanada, aber vor allem die USA hier versuchen, die Produktion nach oben zu fahren. Das ist, wie gesagt, allerdings sehr umstritten, weil das sehr umweltverschmutzend ist. Das ist teilweise hochtoxisch. Das sehen dann die Herrschaften aus der grünen Ecke eher ungerne, die aber gleichwohl gern ihr Smartphone nutzen und auch kein Problem haben, wenn der Dreck bei den anderen ist. Aber sei es drum, das könnte also praktisch dann wieder zurückfeuern auf China, wenn eben jetzt die anderen sagen, okay, wenn ihr nicht mehr wollt, diese seltenen Erden sind gar nicht so selten, man muss nur eben bereit sein, sie wirklich abzubauen mit all den Konsequenzen. Jetzt gibt es auf der anderen Seite eine Schamoffensive ja von den Amerikanern. Blinken, der Außenminister, war in China. Jetzt will Janet Yellen ab 6. Juli, also ab übermorgen, nach China reisen, hat sich im Vorfeld schon mal mit dem Botschafter Chinas in den USA, Xie Feng, getroffen. Man hat hier nette Worte ausgetauscht. Bei
diesem Besuch ist übrigens wohl nicht vorgesehen, dass Janet Yellen Xi Jinping trifft, also den Oberboss. Und diese ganze Geschichte jetzt mit diesem Handelskrieg, der sich entspannt um KI, der kommt jetzt, indem wir ohnehin eine schwache Industrie sehen. Gestern der ISM-Index mit dem schwächsten Wert seit 3 Jahren. Wir sehen, wie daraufhin die Zinskurven weiter invertierten, so invertiert wie seit 1981, nicht mehr alle Komponenten im Schrumpfungsprozess, alle unter 50, also gestern beim ISM. Und das korrespondiert eben mit sehr, sehr schwachen Einkaufsmanager-Indizes, vor allem aus dem Gewerbe in der Eurozone. Gestern die Maschinenbauer aus Deutschland mit katastrophalen Zahlen. Wir sehen heute eine Warnung von Südkorea, die ihr Wachstumsziel nach unten gesenkt haben, wegen Chips-Slump, wegen der einbrechenden Nachfrage nach Chips, was ja eigentlich dieser KI-Euphorie komplett widerspricht, die zu dieser Rallye, die wir jetzt gesehen haben, maßgeblich beigetragen hat. Also wow, Chips, Nvidia wird Chips ohne Ende verkaufen. Diejenigen, die diese Chips bauen und nicht nur designen wie Nvidia, nämlich TSMC etwa in Taiwan, die berichten von rückläufiger Nachfrage, passt nicht so richtig zusammen. Aber hier sagt man eben, ja, vor allem die Schwäche Chinas und die schwache Nachfrage nach Chips, die führt dazu, dass wir jetzt erstmal unsere Wachstumserwartungen senken. 2014 hofft man, dass alles besser wird. Wir sehen aber, dass Chinas Wirtschaft eben so schwach ist, dass es andere Ökonomien mit nach unten zieht. China also in einer schwierigen Position. Erstens, man schrumpft, die Demografie ist katastrophal, selbst die Großstädte schrumpfen schon. Und jetzt kommen die Amerikaner und wollen den Zugang zu dieser Schlüsselressource, Hochleistungschips, letztendlich verunmöglichen, was da bedeuten würde, dass China eben die USA nicht wirklich ablösen könnte. Heute dann schwache Zahlen etwa von den deutschen Exporten, die sind überraschend gesunken. Nachfrage aus EU und USA ist gesunken. Wir sehen das Geschäftsklima in der Chemiebranche, die für Deutschland ja sehr zentral ist. Auf Chemie basiert so ziemlich alles, von Medikamenten über Sofas etc. Hier sehen wir Stimmung jetzt so schwach wie seit Juni 2020 nicht mehr, oder ist so stark gefallen wie zuletzt Juni 2020. Wir hatten jetzt so diesen Abschwung gesehen, dann wieder Hoffnung. Jetzt sehen wir, wie die Dinge letztendlich wieder deutlich nach unten gehen. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen zu den Aktienmärkten und vor allem zu dem anfangs gezeigten ISM-Index in den USA, dann sehen wir, wie Diego Fasnacht auch nochmal feststellt, dass das relativ parallel läuft eigentlich in den letzten Jahren. Also entweder ist jetzt hier wirklich riesiges Wachstum wegen KI der Fall, oder der Nasdaq 100 ist komplett fehlbewertet. Eins von beiden, meine Damen und Herren, da gibt es kein Dazwischen. Sie können sich vielleicht vorstellen, in welche Richtung ich hier tendiere. Jedenfalls sehen wir den stärksten Start des Nasdaq 100 ever. Ist er wegen der KI, gell? Weil KI ändert everything. Und hier sehen wir, dass eben 7 Aktien für 58% des Anstieges verantwortlich sind, während die anderen 493 nur 5% gestiegen sind. Jetzt ist es durchaus üblich, dass einige wenige Aktien einen relativ großen Anteil haben. 10 Aktien normalerweise stehen für 52% von Kursanstiegen. Jetzt haben wir allerdings 7 Aktien für 58% von Kursanstiegen, also eine extreme Konzentration, eine Kopflastigkeit gewissermaßen dieser Märkte. Abschließend, meine Damen und Herren, noch 3 Empfehlungen. Der Strompreis ist negativ gewesen. Ein Zeichen, dass unsere Energiewende nicht funktioniert. Denn wenn mal Wind weht und die Sonne scheint, dann bekommen wir zwar viel Strom produziert, aber wir können ihn nicht speichern. Deswegen entstehen negative Strompreise, weil der Strom muss ja irgendwie weg. Also zahlt man den Abnehmern dafür, dass sie den Strom annehmen. Das hat nur kurz gedauert, aber schauen Sie sich mal diesen Mechanismus an, der zeigt, warum die Energiewende ein richtiges Problem hat hierzulande. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Silber könnte Knappheit ergeben oder könnte knapp werden, weil eben die Solarmodule jetzt im Rahmen dieser Energiewende stark gefragt sind. Dafür brauchst du Silber. Auch das ein sehr, sehr interessanter Artikel. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, wie Chinas schwache Wirtschaft auch andere asiatische Länder mit nach unten zieht. Also 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus, ciao.